Und wenn Paul Celans großer Satz, geh mit der Kunst in deine allereigenste Enge und setze dich frei, wenn in diesem Satz etwas Greifbares für mich beschrieben wird, dann das, was ich am tiefsten begriffen habe im Nach- und Andenken an Bruno Ganz. Es ist dies ein schmerzlicher Punkt, nämlich, dass die Trauer über eine Arbeit, über das mögliche Scheitern der eigenen Arbeit, über die Einsicht, dass man vielleicht nicht ausreicht, über die Ängste also, die sich nur im günstigsten Falle integrieren lassen in eine Figur, dass man da durch sich alleine hindurch muss, auch in die Einsamkeit. Ich sage, ich will kein Maler werden, ich will Schauspieler werden. Ja, er hat wieder mit meinem Mann Theater gegeben, nicht so. Grinsest du mir, hohler Schädel, her? Gerade die feinste Gegend hier und entsprechend war mal, ich denke, das nennt man eine normale, friedliche Kindheit. Also ich habe keine unangenehmen Erinnerungen. Mir hat das Quartier gefallen, ich kannte allerdings auch nicht viel anderes und meine Eltern haben mich gut behandelt. Und, mein erster Sohn, der Bruno, der ist am 22. März in 1941 auf die Welt gekommen. Ja. Und dachten Sie damals, dass er ein Schauspieler geworden wäre? Nein. Was dachten Sie? Es war sehr, sehr, sehr lebendig. Er war sehr ein lebhafter Bub, aber das dachten wir nicht. Und dann hat er nachher der Bruno gesagt, er will Schauspieler. Gut, mein Mann war nicht einverstanden. Dann hat er gesagt, Bruno, lese so einen Beruf zuerst, ja? Zuerst einen Beruf, etwas Solides. Dafür, woher meine Eltern kamen und was meine Eltern wussten über diese ganze Geschichte mit Künstlern und Schauspielern und so, haben sie sich eigentlich gut verhalten. Sie haben mich versucht, auf einen Weg zu bringen, der für sie vorstellbar war. Und das hatte eher damit zu tun, dass man einen studiert, ein Ingenieur wird das im besten Fall, was mein Vater vielleicht gern gehabt hätte, oder dass man ein Handwerk lernt oder so etwas, was sie kannten aus ihrer Umgebung. Und, Maler, wissen Sie, Flachmaler. Ja. Flachmaler lernen. Und da habe ich gesagt, zu ihm kommt er nach Hause und er erzählt mir das und da sage ich, Bruno, gehst du jetzt um dieses Geschäft? Herr Giannini hat er geheißen. Und sprichst du mit ihm und wann etwas gibt, dann gehen wir den Vertrag abmachen. Nee. Ja. Dann ist der Bruno den ganzen Nachmittag fort gewesen. Kommt er nach Hause und da habe ich gesagt, so, wie ist es jetzt gegangen? Sagt er, war nicht da. Sag, warum warst du nicht da und wo bist du denn gewesen? Da sagt er, war in einem Café mit einem Freund. Aber Sie haben dann, wie Sie merken, dass ich so besessen war, davon das zu machen, haben Sie mich doch dann doch irgendwie ziehen lassen und machen lassen. Und ich muss sagen, im Nachhinein gesehen war das eigentlich schon ganz schön gut. Diese
diese Freundschaft mit diesem Beleuchter, der mir ermöglicht hat, dass er abends diese Vorstellung zu sehen im Schauspielhaus aus der Beleuchterloge. Und all diese damals so unglaublichen Schauspieler, die es da gab nach dem Krieg. Also die Emigranten, die in Zürich spielten, sei es, weil sie Kommunisten waren, sei es, weil sie Juden waren und halt vom Dritten Reich verfolgt wurden und emigrieren mussten. Und das war die absolute Elite der deutschen Schauspielkunst, die ich da sehen konnte. Insofern war das schon für einen jungen Menschen mit 16 so eine ungeheuerliche Situation. Das, was ich da ganz praktisch sah, das waren das Leute, die man Schauspieler nennt, Menschen aus Fleisch und Blut, auf so ein Podest, auf so eine Bühne gingen, in einen Saal, da schauen Leute zu und sich verwandelten und da eine Welt aufbauten, die weit entfernt war von meinem Alltag und das in einer Dringlichkeit und einer Intensität und was alles, was ich an Realität um mich herum wahrnahm, bei weitem in den Schatten stellte. Und insofern war das war einfach fantastisch, in so eine Welt einfach. Und ich glaube, mich haben die Schauspieler fasziniert, ja. Das war wirklich eine Art Liebhabertheater meistens waren es Jurastudenten, die eine Art Nebenader hatten, die waren theatralisch begabt und die wollten Theater spielen und die interessierte das. Und die haben sich da so ein Dings aufgebaut, so eine klitzekleine Bühne und haben da Theater gespielt. So Schmisse im Gesicht, weil waren alles Korporierte. Ihre Väter waren Richter, kamen noch aus der Generation natürlich, die involviert war in die Nazizeit und so. Und das war eine recht rechtsextreme Versammlung. Aber es waren zum Teil hochbegabte Laien, jetzt von heute aus gesehen. Und eigentlich lustige Burschen. Da fing der große Kampf gegen die Schüchternheit an, da fing der Kampf darum an, richtig Deutsch zu lernen und mich überhaupt in diesem Deutschland ist nicht die Schweiz, in diesem Milieu, was dann eben das unmittelbar geprägt war von diesen Jurastudenten und wir waren natürlich zum Teil waren wir heftige Linke und aber diese Jungs, die da aus den schlagenden Verbindungen kamen, waren keine Linken. Das gab jeden Abend, endete das in unglaublichen, heftigen politischen Debatten, die sehr doof waren, das von heute aus gesehen, aber es war notwendig und das alles nach 10 großen Biasen. Es war alles dummes Zeug, aber ich war sehr jung, das musste damals sein. Und auf diese Weise habe ich mir schon Deutschland erobert. Und ich habe angefangen, die Fachzeitschrift, damals war es ja tatsächlich eine, das Theater heute, zu lesen. Und dann habe ich da diese Fotos gesehen von den Aufführungen von Zadek und dann hat bei mir irgendetwas sich in Bewegung gesetzt und ich habe gesagt, ich will dahin. Und ich muss diese Sache jetzt hier verlassen, ich muss weiter, das ist abgeschlossen. Und dann habe ich mich beworben beim Brecht-Theater, damals in der DDR, in Ost-Berlin, und bei den Kammerspielen München und in Bremen, wo dieser Herr Zadek Theater machte. Und ich habe eine Einladung zum Vorsprechen bekommen von Bremen und bin da hingegangen und habe vorgesprochen und dann haben die mich engagiert. Man wird ganz per Zufall geboren und sollte nicht nach reiflichster Überlegung, es ist zum Totschießen. Das Wetter zeigt sich wenigstens rücksichtsvoll. Den ganzen Tag sah es nach Regen aus und nun hat es sich doch gehalten. Es herrscht eine seltene Ruhe in der Natur, nirgends etwas Grelles, Aufreizendes. Die Landschaft ist lieblich wie eine Schlummermelodie. Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein. Und der Stein war
und was die Theaterleute betraf, so eine Art Leuchtfeuer auch der Linken und der Studentenbewegung. Und da war es sozusagen, also da musste man sich entscheiden, ob man da in Bremen und bei dieser Sache bleiben wollte, weil die machten klar, dass sie diese Art von Eindringen von Politik und Radikalisierung auch des Theaters in einer politischen Richtung, dass sie das nicht mitmachen würden. Oder nur sehr gefiltert. Und bei Stein war klar, dass er da voll, dass er das bewegen, weiter bewegen würde. Und dass er die Apparate auch benutzen würde, dass er die Theater, ich rede nicht gerne so mit Apparaten, die Theater benutzen, auch benutzen ist nicht gut, aber dass er seinen Beruf darin, also die das Regie führen und das Theaterspielen darin sah, die Vorstellung von wie Menschen leben sollten, halt wie Kommunisten, das auch von den Bühnen herunter zu verkünden. Wir haben das Ding eröffnet mit der Mutter von Brecht Gorki und das war, abgesehen von der Manifestation so zu zeigen, wo die linke Faust ist und wer wir sind und was wir hier wollen, war das eine sehr schöne Inszenierung, die mit dieser wunderbaren Therese Giese, die ich ja eben hier schon sehen durfte, als Kleinkind sozusagen, also immerhin theatergängerfähig, etwas, wo die Vernunft des Kommunismus erklärt wurde. Wenn wir es einmal nicht mehr benutzen, ist es ein Haufen altes Eisen. Er ist also auch auf uns angewiesen mit seinem Eigentum. Gut. Natürlich, die anderen Theater wurden auch unruhig und die 68er-Sache fing an zu kochen und das ging auch tief in die Theater rein. Aber dass wir so zu dem Zeitpunkt dieses Haus bekamen und diese wirklich grandiosen, großzügigen Bedingungen da in Berlin zu arbeiten, das war ein großes Glück. Der Klaus denkt in Analogien, die aus der bildenden Kunst kommen, also er denkt an Malerei und er stellt Querverbindungen her. Der Klaus kann auf der Bühne Stimmungen machen, der Klaus kann Stücke auch so verlieren und verleppern lassen, dass er einem ganz anders wird, wenn man dazu guckt. Aber dann gibt es plötzlich einen Moment, wo irgendetwas passiert und seien es zwei Sekunden, die wie ein Blitz dieses Dings aufreißen und man einen Blick hat in dieses Zeugs hinein, das kann nur Klaus, das ist sehr beeindruckend für mich. Seine Möglichkeit, um genauer zu werden, also mit sehr alten Stoffen so umzugehen, dass sie alt blieben und trotzdem immer so durchschossen waren, kann es nicht besser sagen, durchschossen waren von heutigem, ohne dass man diese Stücke so ranzerrte und aktualisierte, und die blieben fremd und dunkel und merkwürdig. Wir hielten den ganzen Abstand, den sie zu uns haben, wenn sie 2500 Jahre oder so, um von den Griechen zu reden, das ist eine lange Zeit. Gut. Das ist sozusagen, das habe ich mal eine ganze Serie von Klaus gemacht, nur von seinen Händen, und zwar weil der Gilles die zeichnen wollte. Und die das Hände? Ist also, ja, der, also die, ich habe jetzt die Großaufnahmen von den Händen habe ich auch nicht, weil die hat der Gilles, aber das sind sozusagen die Ergebnisse, die dabei rausgekommen sind. Das ist Klaus, der Dirigent. Ja. Also da sehe ich den Peter Stein und den Karl-Ernst Herrmann und der Haartracht nach und diese Art von Bart und auch das Alter müsste das recht früh in der Schaubühne gewesen sein. Per Günther oder ja, so etwas. Ist es Günther? Ja, Per Günther. Ah, jetzt kommt dieses... Ja, das ist eben lustig, weil das ist Klaus
mit Schlips und Krawatte, was auch ja. eher selten ist, mit Lück, Bondi und Boto. Alle drei. Halt, das ist falsch rum. Das ist in der Garderobe. Schaubühne, wie man deutlich sieht. Das Woran siehst du denn das deutlich? An diesen komischen Lamellen da am Fenster. Irgendwie, ich weiß auch, warum ich das auch identifiziere, wegen meinem dämlichen Schnurrbart. Ich bin ja da anderer Meinung. Ich finde ja, dass dir ihr Schnurrbart hervorragend. Nee, ich mag es nicht. Das sind Boto und du an einer Bar in Rom. Oh. Viel Flaschen im Hintergrund. Ja, aber guck mal, ein ernstes Gespräch. Ja, das sehe ich. Und was mir besonders gut gefällt, ist, wie du ihm zuhörst. Ja. Und das ist dann hier fast noch toller. Das ist dann ein Lokal in den Abruzzen. Da sind wir dann noch hingefahren zusammen. Und da, das gefällt mir schon besonders gut, wie du dem Autor zuhörst. Oh, nett sah ich früher aus. Dass du dich heftig konzentrierst. Und das ist... Na, der Mann hat ja auch was zu sagen. Ja, darum, aber das ist schön, dass... Ach, da haben wir... Das ist Himmel über Berlin. Bin ich auch in der Engeluniform sozusagen. Ich erinnere mich an den Mantel und das Halstuch und das Toupet natürlich auf dem Kopf. Und der Wim wie eh und je. Wunderbar. Okay, damit können wir das abschließen. Haben wir brav nun was gezeigt aus der Vergangenheit. Ja. Können abschließen. Genau. Weil ich Kino machen wollte und das mit dieser Art, wie die Schaubühne produziert haben, mit diesen Verträgen, das wäre niemals gegangen. Und ich musste mich da wirklich entscheiden und habe mich dann für das Kino entschieden. Und das ist mir auch, wie man denken kann, sehr übel genommen worden. Es hat für viele auch vielleicht ausgesehen wie ein Verrat an der Schaubühne. Aber ich wollte Kino machen. I can't see you, but I know you're here. I feel it. You've been hanging around since I got here. I wish I could see your face. Just look into your eyes and tell you how good it is to be here. Or when your hands are cold, you rub them together. See, that's good. That feels good. So many good things. But you're not here. I'm here. I wish you were here. I wish you could talk to me. 'Cause I'm a friend. Compañero. Ich wusste, ich will unbedingt mit dem Wim Wenders was zu tun haben. Das war mir vollkommen klar. Beim Herzog dachte ich, das wird nie gehen. Für die Schauspielabteilung hat er den Kinski und das andere macht er Filme mit ganz anderen Leuten, die mit Schauspielerei nichts zu tun haben. Und ich dachte, die Welt vom Werner Herzog ist eine Sache auch so geschlossen und da habe ich keinen Platz. Und tatsächlich habe ich mit ihm ja auch nur diese Sache bei Nosferatu gemacht. Während beim Wenders hatte ich den Eindruck, das ist so offen auch für mich und ich hätte da Platz. Und das wäre für mich, und das ist ja dann auch dazu gekommen, weil der Wenders von denen der war, der auch häufig ins Theater ging und der kannte mich als Theaterschauspieler. Also das Messer im Kopf, das finde ich heute noch grandios, das war wirklich. Und ich glaube, das war von den spielerischen Möglichkeiten her, diese Figur im Messer im Kopf, das vielleicht Interessanteste, was ich schauspielerisch im Kino gemacht habe. Ich war auf den Film stolz, das ist wirklich gut. Man sagt immer Wenders, Schlöndorff, Fassbinder, Herzog. Da gab es drumherum noch andere Leute. Und einer davon war auch der Geißendörfer, der dann einen anderen Weg gegangen ist. Der hat dann halt als Produzent die Lindenstraße gemacht und so Zeug. Gut.
Und der wollte einen Film machen, das wollte ein Theaterstück von Ibsen verfilmen, er hat es noch getan und der Produzent war der Herr Eichinger, mit dem ich dann sehr viele Jahre, Jahrzehnte, darf ich sagen, nichts mehr zu tun hatte und mit dem ich jetzt diesen Hitlerfilm gemacht habe. Und zum ersten Mal war ich vor der Situation, einen Filmvertrag machen zu müssen, wo es um Geld ging auch, und nicht zu wissen, was mein Preis ist. Und ich war außerstande, eine Zahl zu nennen. Und dann habe ich, ich glaube, ich habe den Eichinger gefragt, wer ist der härteste Agent, also mit dem sie am meisten Mühe haben. Und dann hat er gesagt, das ist die Frau Baumbauer. Und dann habe ich die Baumbauer angerufen und habe gesagt, sie kennen mich nicht. Da hat sie gesagt, doch, doch, ich kenne sie, Theater und so. Und dann habe ich gesagt, ich mache hier einen Film mit dem Geißendorfer und da können Sie mich vertreten. Ja, liebend gern. Und dann hat sie das gemacht und seither sind wir zusammen. Ja, jetzt machen Sie es vielleicht einfach wieder runter, das Foto. Nein, ich will nicht. Warum wollen Sie das machen? Was habe ich mit Ihnen zu tun, Herr Ganz? Sagen Sie mir das. Wir gehen halt 30, 35 Jahre durchs Leben miteinander. Ja, ja, filmen Sie nur. Filmen Sie nur. Machen Sie das weg, wir müssen arbeiten. Ja. Wir müssen arbeiten. Würden Sie so freundlich sein und diesen komischen Apparat wegmachen da? Das tue ich. So. In diesem Moment. Ich hatte durch den Alkohol schwere Zeiten, wo ich wirklich also ausfiel und für Agenten sicher keine Freude war. Und ich hatte auch sonst manchmal so, als ich versuchte, mich in die höheren Regionen des Weltfilms zu katapultieren, habe ich auch dummerweise, glaube ich, Widerstand. Aber ich war nicht reif dafür, das war mir alles zu groß. Und ich habe diese Sachen alle zurückgewiesen und gesagt, so wie Sinatra, my way. Und das hat sie mir alles durchgehen lassen und sie hat mich auch, sie hat immer in Streitfällen und bei schwierigen Situationen hat sie sich nicht auf die Produzentenseite gestellt, sondern auf meine. Und das gibt's nicht so viele. Erstens und zweitens, das vergesse ich immer nicht. Das Baumbau ist groß. Herr Bruno hat mich jetzt lang genug gefilmt. Ja, ja, ich bin da den ganzen Tag. Ja, danke, ciao. Termine, Theatertermine. Theater, meine Leidenschaft. Nicht Film, nicht Fernsehen. Das muss nicht sein für so herrliche Schauspieler. Und Bruno, das Taxi ist jetzt da. Ach so. Ich glaube, Sie müssen. Gut. Ja. Dann gehe ich. Den Göttern gleich ich nicht. Zu tief ist das Gefühl, dem Wurme gleich ich, der den Staub durchwühlt, der den, wie er sich im Staube nährend, lebt des Wanderers Tritt, vernichtet und begräbt. Ist es nicht Staub, was diese hohe Wand aus 100 Fächern mir verenget? Der Trödel, der mit tausendfachem Tand in dieser Mottenwelt mich dränget. Hier soll ich finden, was mir fehlt. Soll ich vielleicht in 100 Büchern lesen, dass überall die Menschen sich gequält, dass hier und da ein Glücklicher gewesen? Was grinsest du mir, hohler Schädel, her? Als dass dein Hirn, wie meines einst verwirrt, den Licht, den, 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 den? Leicht und
den leichten Tag gesucht und in der Dämmerung schwer, mit Lust nach Wahrheit jämmerlich geirrt. Was hast du, den leichten Tag gesucht? Das ist ja alles dick. Ja, man hat öfter Meinungen über sich, die weit irgendwie. Das ist ja ein tolles Ding. Den leichten Tag gesucht. Vielleicht vor dem Stück. Meine 8 Monate Proben, das hört sich für jemanden, der diesen Beruf nicht hat, an wie Paradies. Das ist einfach lang, aber das ist bei über 11.000 Versen und diesen vor allem Faust 2, das ist so, das ist eine kurze Zeit. Und der Druck von diesem endlos Material auf diesen Herstellungsprozess war sehr, sehr hoch. Und das ist nichts, was einen freisetzt zum Spielen, diese Bedingung. In dem Fall war es nicht. Kommen Sie bitte weiter in den Saal des Thrones und begeben Sie sich bitte so weit als möglich in den hinteren Teil des Raumes. Oh, ist das warm. Hm. Bei dem Spielen, diese immerhin 50 Marathons, das heißt, ich habe 50 Wochenenden diese 21 Stunden da absolviert, als Faust, habe ich immer ein seltsames Unbehagen gehabt. Und eins, von dem ich natürlich von Anfang an ahnte, wo das herkommt. Und das hat, das hat damit zu tun, wenn ich eine Rolle spiele, wo ich das Gefühl habe, dass ich das nicht wirklich hab aufnehmen und durch mich hindurchwinden können, sodass es in irgendeiner Form mein eigenes wird und ich das auch dann gerne vorführe, sondern dass es immer so irgendetwas Fremdes bleibt und ich das zwar durch das, was ich kann oder so, Handwerk oder so, also irgendwie vorführen kann, auch anständig. Aber irgendwo ist dann eine Verbindung zu meiner Begeisterung oder zu meinem Innersten oder so etwas ist dann nicht zustande gekommen. Und das ist dann mühsam, so etwas zu spielen, weil man dabei immer noch Platz hat, auch sich zu beobachten dabei und merkt, dass man dann mit einer Behauptung umgeht, die man geht nicht wirklich auf in dem Ding. Wenn man sich solche Träume erfüllt, gibt es ja dann immer einen Absturz, weil wenn das plötzlich real ist, ist es kein Traum mehr. Ja, fängt etwas anderes an. Und eine Zeit lang war das für mich, habe ich das als irgendwie etwas gefühlt, wie als ob ich die Venedig verloren hätte, als dieses grandiose Bild einer Möglichkeit. Ich bin Melancholiker, klar. Ich bin leer, es ist alles okay. Sicher habe ich auch Neigungen dazu, aber dass ich merke, das ist so fixiert und notiert in einem. Also die Melancholiker sind die Traurigen, die nicht ganz lebenstüchtig sind. Und das ist dieser dunkle, schmerzvolle Blick auf der Welt und die wollen leiden. Und das hat doch alles mit Melancholie, selbst wenn die Erscheinungsform manchmal so ist, aber das hat doch alles mit dem Wesen von Melancholie wenig zu tun. Und ich mag nicht immer mich erklären, ich habe jetzt schon hier viel geredet. Also, die Leute sollen mich definieren, das gehört offenbar zu dem Beruf, aber ich muss das nicht auch noch selber tun die ganze Zeit. Natürlich, da schreckt man schon ein bisschen, es ist ja nicht irgendjemand, es ist der gute Führer Adolf, also, war schon merkwürdig. Ich habe Hürden aufgebaut. Ich habe gesagt, ich kann nicht zeitlich und das, warum das denn? Und
Und dann hat er mich dazu gebracht, nach München zu fliegen und mir diese Perücke, mehr war es nicht, die Perücke, der Schnurrbart, ein weißes Hemd mit schwarzer Krawatte und den Rock, den Waffenrock anzuziehen. Und nachdem das passiert war und ich mich im Spiegel sah, da war es eigentlich so, dass ich sagte, wie sage ich hier noch nein? Das geht kaum mehr. Dann habe ich mich also noch einmal, glaube ich, 14 Tage oder so Zeit gelassen und dann habe ich noch so ein paar Sachen angeschaut. Vor allem einen Film auch, wo von Joachim Fest Hitler eine Karriere, wo Hitler leibhaftig sah und dann so allmählich dabei auch kapierte, wie der tickt, was das ist. Dabei bereits anfing zu lehnen, dass irgendwann konnte ich nicht mehr Nein sagen, habe dann Ja gesagt. Wir hätten überall, wohin wir kamen, die bürgerlichen Schichten ausrotten sollen. Und dann die Kolonialvölker von Marokko bis Indien zum Aufstand bringen müssen. Eine Weltrevolte. Das ist ein wichtiges Wort, glaube ich. Das ist eine Weltrevolte. Eine Weltrevolte. Das war unser Auftrag. Unser Auftrag. Mhm. Himmler. Und unter allen, ausgerechnet Himmler aus dem Leben. Himmler. Unter allen, ausgerechnet Himmler. All die anderen. Ja. Aber Himmler. Aber Himmler ist dann wahnsinnig geworden. On. Tonne. 9061. Das Leben verträgt keine Schwäche. Wir waren manchmal nicht radikal genug. Wir hätten überall, wohin wir kamen, die bürgerlichen Schichten ausrotten sollen und dann die Kolonialvölker von Marokko bis Indien zum Aufstand bringen müssen. Eine Weltrevolte anzetteln. Das war unser Auftrag. Mitleid ist eine Ursünde. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen ist Verrat gegen die Natur. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Danke. Gib mir den länger den Blick, Bruno. Danke. Was du Himmler sagst. Setz dich das auf. Okay. Jo. Lass doch einmal die Menschen raus und raus. Ich mag auch nicht, das in so einem Fall wirklich komplizierte Verhältnis eines Schauspielers zu sein, zu der Rolle, die er spielt, wirklich erklären, weil es ist in diesem Fall wirklich außerordentlich kompliziert. Weil wenn man eine Person hasst, kann man sie, glaube ich, jedenfalls nicht spielen. Also, zudem eine Art emotionale Wärme in der Weise, dass man ihn wenigstens kapiere, zu entwickeln, es ist auch nicht so einfach. Aber das gehört halt zu den Vorbereitungen. Bis zu dem Punkt hin, wo man dann wirklich mit diesem Waffenrock da vor der Kamera steht, hat man ja dann einen Prozess durchlaufen, der auch darin besteht, dass man in einer Art und Weise mit diesen perversen Scheußlichkeiten irgendwie umgegangen ist. Bewältigen kann man das nicht, aber umgegangen ist, so dass es also spielbar wird. Und wenn man dann spielt, kann man nicht an die, man kann nicht nur an die Opfer denken. Schickt's mir mal den Mario rein, bitte. So, dann lasst es uns tun, bitte. Achtung, wir drehen gleich wieder. Ruhe, bitte. War denn gut?
Achtung, wir drehen. Und. Ton ab. Ton läuft. 90, 15 die Brücke. Bitte? Himmler hat in Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Himmler. Unter allen ausgerechnet Himmler. Der treueste der Treuen. Das ist der schlimmste Verrat von allen. Göring, ja. Der war korrupt, immer schon. Speer, ja. Ein Weltfremder, unberechenbarer Künstler. Alle die anderen, ja. Aber Himmler, ist das ein wahnsinnig geworden. Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank. Ja, vielleicht schon tot. Bitte. Lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Rötschel ein. Und holen Sie mir Fegelein! Mein Führer, wir wissen nicht, wo er sich momentan aufhält. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stehen. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will sofort seinen Bericht! Dr. Sittler! Nein, es ist einfach so, es ist ein Riesenunterschied zwischen den Entscheidungen, die man fällt, die manchmal gar nicht wirklich das Bewusstsein erreichen, sondern irgendwie impulsiv sind und so, die man fällt während des Spielens, wo man hingeht, wie man etwas wendet, dreht oder macht und das nachher in Begrifflichkeiten zu erklären. Das sind so unterschiedliche Sachen und das ist, manchmal ist das fast unmöglich. Und diese Erklärerei zu dem, was man gespielt hat, ich denke, ihr habt es doch gesehen, ihr müsst doch, wenn es gut war, begriffen haben, was ihr da gesehen habt. Aber nein, es muss dann noch einmal so in der ganzen Sprache aufbereitet werden. Das ist wirklich extrem mühsam. Also ich tue nie, ich sage immer, ja, ich kann eigentlich die Sachen nicht erklären, die ich gemacht habe. Das Problem von dem Theo, wenn er da Filme dreht in seinem Heimat, ist auch eins, dass er nicht einen Schimmer von irgendeiner Art von den Leuten, geläufigen Griechenland, und die Leute kennen Griechenland eigentlich nur als Touristen. Und das heißt, sie kennen Sonne und Strand und sowas. Und das ist nun das, was er ganz und gar nicht will, weil er kennt ein anderes Griechenland. Also diese Entscheidung von ihm, dass er diese Art griechische Sonnendurchflutung in seinen Filmen nicht haben will, führt natürlich zu entsetzlichen Wartezeiten, weil da selbst im tiefsten Januar plötzlich gibt es da Situationen, wo 3 Wochen einfach die Sonne vom Himmel runterbrennt und da habe ich gehört, nicht einmal aus seinem Bett auf. Da fragt er irgendjemanden, wie ist es draußen? Und dann hört er das, was er erwartet hat. Dann zieht er die Decke total über den Kopf. Und dann, aber er lässt auch niemand weggehen. Nicht? Dann ist alles Standby. Das ist also von einer, ich sage nicht Sturheit, aber die Konsequenz ist, manchmal ist das erschreckend. Aber gleichzeitig, ich habe davor auch eine Achtung vor diesem. Und wenn Paul Celans großer Satz, geh mit der Kunst in deine allereigenste Enge und setze dich frei,
Wenn in diesem Satz etwas Greifbares für mich beschrieben wird, dann das, was ich am tiefsten begriffen habe im Nach- und Andenken an Bruno Ganz. Es ist dies ein schmerzlicher Punkt, nämlich, dass die Trauer über eine Arbeit, über das mögliche Scheitern der eigenen Arbeit, über die Einsicht, dass man vielleicht nicht ausreicht, über die Ängste also, die sich nur im günstigsten Falle integrieren lassen in eine Figur, dass man da durch sich alleine hindurch muss, auch in die Einsamkeit. Verzeihen Sie, dass das ein wenig pathetisch und feierlich klingt, aber ich sollte etwas sagen über den Preisträger des Theaterpreises Berlin 2001, Bruno Ganz, der mir so viel bedeutet wie kaum jemand sonst. Vielen Dank.